Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird das nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Okay, da ist es. Das Haus des Urteils. Da brennt sogar Licht. Vielleicht ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Eingesperrt. Prima. Ich habe ein bisschen Treppe gemacht. Ich bin ein bisschen durch die Treppe gefallen, die ich gemacht habe. Zu Asche. Okay. Da ist eine offene Tür. Hier ist irgendwie überall. Ich weiß nicht. Bist du dein Mörder? Eben war da noch Oh, hier ist noch ein Sammeldingsi. Da hinten leuchtet auch noch irgendwas. Bücherregal. Noch ein Bücherregal. Okay. Ein Gedicht. Oha. Heilige Scheiße. Sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieg, kleine Hexe, so weit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Oh nein, das handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Informationen zum Glockenmörder ab. Drittes aufgeknüpftes Opfer entdeckt. Bizarre Aufknüpfungen lassen auf Salem schändliche Vergangenheit zurückblicken. Und Mordmethoden. Persönliche Gegenstände. Okay. Mörderische Vergangenheit. Der Teufel hat mich gezwungen. Bürgermeister Stadder weiß Schuld von sich, nachdem er eine Reihe qualvoller Morde angeklagt wurde. Warte, warte, warte. Ähnliche Morde. Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Mhm. Was war das? Eine Tür.
als hätte ich es gehört. Dämonen im Haus des Paters. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht des Paters, aber das... Ja. Ist mal das halt. Da ist nix bei denen, ne? Richtig übel. Warum sind meine Sound-Alerts kaputt? Da muss ich in Ruhe mal gucken, warum kaputt. Eigentlich habe ich nichts geändert. Aber guten Abend. Der kommt hier rein. Ich weiß nicht, ob der andere hier auch reinkommt. Aber scheinbar nicht. Nee, der kommt hier nicht rein. Wir spielen hier gerade das Finale von Murdered. Du kommst eigentlich so gerade zur Schlussszene sozusagen. Saphira! Danke für deinen Lurk. Schön, dass du da bist. Das dreh dich um. Super. Feiner Dämon. Da liegt noch Loot. Loot, 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 Loot. Mein Loot. Loot, 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 Loot. Aber irgendwo eine Tür. Keiner weiß wo, aber sie war da. Hä? Lass mich da drin. Oh, Junge, Junge, Junge. Da ist einer, da ist einer, da sind zwei. Oh Gott, es werden ja immer mehr. Jetzt erstmal behaupten, dass sie nicht durch Wände gucken können.
kann mich natürlich auch irren, aber... Okay, der watschelt halt direkt hinter dem her. Ist gar nicht so cool. Geht er sich weg und er wahrscheinlich zu mir, ne? Es wird nicht einfach, die zu zerschnitzeln. Hat sich wieder zu dem gedreht. Ja, bleiben wir immer mal kurz stehen, also. Und jetzt hier erstmal durch. Und dann machen wir den nächsten taktisch klug kaputt. Was wahrscheinlich der sein wird, weil der jetzt allein ist. Oder der, weil der näher dran ist. Wir sind beide so nah beieinander. Jetzt kommt der wieder in meine Richtung. Bleibt stehen. Dreht sich weg. Jetzt könnte das gut gehen. Oh, das war der nächste. Da ist noch Loot. Und da ist noch Loot. So. Die beiden gehen eigentlich ganz gut auseinander. Jetzt gucken sie sich an. Sie wurden in diesem Raum abgehalten. Das ist ja frech. Jetzt gehen sie so aneinander vorbei. Wollte ich den hier nehmen, der ist nämlich näher dran. Der hat sich weggedreht. Hörst du jetzt auch? Warum? Warum hast du mich denn jetzt gesehen? Wie kann das denn sein? Warum hat er denn jetzt durch die Wand geguckt? Oh nein. Oh, jetzt sind auch alle vier wieder da. Oh nein. Jetzt laufen die auch noch anders. Was soll das denn? Warum laufen die denn jetzt anders? So, und hier komme ich nicht durch, ja klar. Jetzt laufen die beide aufeinander zu. Läuft der nach da? Jetzt kann es gehen. Es darf auch nichts schief gehen. Einer weggeschnitzelt.
Rainer hat mich bemerkt, das ist gut. So, er rennt nach da. Dann rennt er gleich wieder auf mich zu. No. Und dreht gleich in Richtung hinter mir, oder Rücken zu mir ab. So. Weiter. Der kommt auf mich zu. Der geht weg. Jetzt geht er in seine Richtung. Jetzt kommt der zurück. Vielleicht sollte ich... Der in meine Richtung. Ach, da ist eine Tür zwischen, okay. So, und offensichtlich können die nicht durch Wände gucken. Keine Ahnung, wie der andere mich dann gerade gesehen hat, aber erstmal können sie nicht durchwenden. Ja, wahrscheinlich war er gerade da oder so. Oh, warum ging denn das schon wieder nicht? Mensch! Lass mich doch in Ruhe. Mensch, 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 war das frech. Beide in die Richtung. Jetzt dreht der sich weg. Ist immer noch in die Richtung. Jetzt kommt der wieder zu mir. Weil er da auch durch die Wand geht. Okay. Aber er nicht. Das heißt, ich muss ihn hier zuerst schnitzeln, wenn ich das richtig sehe. Genau, jetzt geht er in die Richtung. Und wenn er in die Richtung zu dem anderen geht, dann müsste ich mir ihn holen. Und bei meiner Richtung... Da ist einfach keine Wand, okay. Zeichen für Zellen im Keller. Super. So, dann kommen wir da in meine Richtung. Ich drehe jetzt nach sein rechts, mein links. Und dürfte sich ja danach umdrehen, wieder weg. Ich glaube. Nee, er läuft ein L, glaube ich. Nee, er läuft kein L. So. Etwas stressig. Salem Historical Society. This way to the wine cellar. Holding and sales. Wine cellar! Ob in den Weinzeller. Okay.
Okay, hier unten ist nichts zum Verstecken. Dann hoffe ich einfach mal, dass da jetzt auch keine Dämonen kommen. Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich aufhält. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Ah, ah, ah. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Das ist ja hilfreich. Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen? Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweiner und er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise, ich versteh's nicht. Ja, ich auch nicht. Der komische Richter. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Der hat Leute besessen, bestimmt. Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Oh mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Baxter kennt Joy. Achso, da geht's raus. Es ist super spannend, dass es einfach, egal wo man ist, der Ausgang immer mit Exit gekennzeichnet ist. Was war das? Kette des Kellers, schön. Kann ich da untersuchen? Nein? Ja, bleib liegen. Es wäre halt echt übel, wenn hier jetzt noch Dämonen wären, weil hier ist halt nix. Da ist irgendwas. Irgendwas zum Aufdecken auf jeden Fall. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Was für ein Käfig? Ein Gefängnis um Gefängnis. Gottlosen haben keinen Frieden. Nein. Gefängnisbett. Da getan. Ruhig anklagend. Urteilend. Streng. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Oh
die kenne ich doch. Was hat Abigail hier getan? Flehend eingesperrt rum? Flehend eingesperrt. Steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Er belöscht das Licht. Lass mich vorbei. Danke. Gefesselt. Was ist hier unten passiert? Gerechtschaffener Mann, gefangene Abigail, Gefängnisbett, Symbol der Zelle. Abigail wurde hier gefangen gehalten, behielt die Verstrafung für ungerecht. Ja, das auf jeden Fall. Der Henker zeigt wütend in die Zelle und sagt seiner Angeklagten, dass die Bestrafung fällig sei. Gefängnis? Oder Glocke? Glocke wäre halt auch so. Wurde einzelne Zelle gezeichnet. Ja. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was? What the? Der Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder. Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Okay. Ich hätte ja mit vielem gerechnet. Aber damit nicht so. Warum laufe ich eigentlich immer? Ist Rex angekommen? Er hat eine Verdächtige zum Revier transportiert und wir erreichen ihn über Funk nicht. Geht auch nicht ans Handy. Nein, ist er nicht. Wir melden uns, wenn er auftaucht. Verstanden. Scheiße, wenn Rex vermisst wird. Es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Wo würde Abigail Joy hinbringen? Kirche? Zielort des Mörders? Zeugen glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg in seinen obersten Stock. Es war kein Zufall. Dachboden der Kirche, Zielort der Zeugen, Haus des Urteils, Werkzeug des Todes. Nach einem weiteren Mord mit seinem Werkzeug des Todes. Ich sollte mir die Wohnung im obersten Stock ansehen. Geigen der Puritaner-Ära. Das Geistermädchen aus der Gasse ist Abigail Williams und sie wurde vor Jahrhunderten mit diesen Geigen hingerichtet. Gail Joy hinbringen in die Kirche? Nein! Haus des Urteils. Nein, super. Das Werkzeug des Todes. Der Galgen müsste dir wichtig sein. Und der Kirche, Zielort der Zeugen. Das Revier. Wo ist der Stock? Abigail ist der Glockenmörder. Wie kann das sein? Das passt zusammen. Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. So, darf ich jetzt bitte raus? Ohne weitere Zwischenfälle?
Oder muss ich noch gegen 700 Dämonen kämpfen? Ah, jetzt die Tür wieder auf. Schön. Das ist sehr nett. Zum Museum. Ist auf jeden Fall schon mal nah dran am Museum. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Muss nicht sein. Wir haben keine Zeit. Da steht Museum. Wir müssen Abigail aufhalten. Wenn du zur letzten Begegnung voranschreitest, kannst du nicht mehr nach Salem zurückkehren. Ja, hau rein. Zieh durch. Zieh durch. Niemand verdient es, ermordet zu werden. Und wenn der Psychopath, der versucht, jemanden umzubringen, behauptet, er tue es für die Gerechtigkeit, dann ist das nur noch verdrehter. Okay, einfach alles aufgebrochen, aufgerissen. Enrage. Ja. Warum muss man jetzt so ausrasten hier? Warum halten die mich davon ab? Joy! Ronan, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Nein, nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdammt. Da unten, los! Jene, die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheit! Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Man schießt doch drauf. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Sie, ihn, sie. Super! Du Stück Scheiße! Was tust du? Nicht jetzt. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näher kommst. Ronan, tu was! Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Kann Abigail aufhalten. Statt mit Zeugen, Joyce, Witness, lauter Schrei. Der Schrei der Zeugen hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? Schrei! Schrei für mich! Abigail nicht so. Oh, oh, oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh.
Okay. Cool. Krieg nochmal Bedenkzeit. Soll ich sie einfach umschubsen? Also wir überspringen das jetzt einfach nochmal. Oh, warum steht denn das jetzt woanders? Da. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu büßen. Das darf einfach nicht sein. Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiele ich gern mit. Ich kenne die Wahrheit über deinen Tod. Aber immer noch nicht die über meinen. Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Rex war der Einflussreichste. Er wurde respektiert, der gefürchtetste Amtsträger der Stadt. Natürlich habe ich das. Du bist ja frech. Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht immer dieselbe Person für meine Morde benutzt. Baxter. Warum hast du Baxter getötet? Irgendwann bringe ich alle Mörder um, die ich benutze. Besonders die, die der Wahrheit so nahe kommen. Ja, du bist ja frech. Ja, warum hast du mich jetzt umgebracht? Ich war in der Wohnung nicht mal nah an der Wahrheit. Ich war keiner deiner Mörder. Warum musste ich sterben? Wie böse sie guckt. Ich... Unmöglich, wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Wenn das mein Ende ist, nehme ich dich mit. Oh ja. Oh ja. Das hast du verdient. Wow. Ich habe vorhin noch zu dem Mädel gesagt, was am Baum hing, als sie so in unsere Richtung gezeigt hat. Naja, als ob wir dich umgebracht haben. Tu nicht so. Warum zeigst du auf mich? Ja, gut. Vielleicht deshalb. Wir alle haben eine dunkle Seite. Manchmal ist sie offensichtlich, manchmal nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt unsere dunkle Seite verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder.
Aber das Gesetz sieht nicht immer die Wahrheit. Joy tat es. Und sie würde nie Anklage erheben. Würde Rex vielleicht sogar helfen, Spuren zu verwischen. Eins ist sicher. Sie ist ein besserer Mensch, als ich es in ihrem Alter war. Ein Kind, das Vergebung verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach ihrer Mutter, nun... Selbst die härtesten Cops würden ihr dafür vergeben. Mom? Kein Glockenmord mehr seit der Nacht, in der Abigail ihr Ende fand. Der Fall wurde offiziell nie geschlossen. Aber Erinnerungen verblassen, Zeit heilt Wunden. Mit etwas Glück kann Salem seinen Frieden finden. Der Tod begleicht alle Schulden, hat mein Vater immer gesagt. Ewig habe ich das geglaubt. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich mit deiner Schuld umgehst. Du musst reinen Tisch machen, deine Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Ronan? Ja, okay. Kann man auf jeden Fall mal gemacht haben. Ja. Livia, ich bin absoluter Square Enix-Fan. Also, die machen unheimlich tolle Spiele. Das ist mal wieder ein Meisterwerk dessen, was ich als tolles Spiel betiteln würde von Square Enix. Unglaublich toll. Unheimlich toll. Okay, das kann man nicht überspringen.